Es soll nach mehr als 15 Jahren Abstinenz endlich wieder ein Jedermann-Radrennen in der Landeshauptstadt geben. Extremsportler und Eventmanager Michael Kruse und Uwe Meinke, Präsident des Radsportverbandes MV, haben das Großevent ins Rollen gebracht. Am 27. September wird es stattfinden und soll 500 bis 800 Radler anlocken. Zwei Strecken, 47 und 100 Kilometer lang, werden um die Schweriner Seen führen. Und wie der Name schon sagt, soll es wirklich für jedermann attraktiv sein, nicht nur für Radrennfahrer. Die beiden Initiatoren sind sich sicher, dass das Rennen in der Landeshauptstadt ein voller Erfolg wird. Die Anfragen waren eigentlich enorm. Warum machen wir in der Landeshauptstadt Schwerin kein Radrennen? Wir müssen nach Berlin fahren, müssen nach Hamburg fahren. Also viele Interessenten, die irgendwann mal gesagt haben, schade, dass hier in Schwerin nichts passiert. Und dann war für uns Herzblut, wir versuchen einfach mal in Schwerin das Radrennen wieder ins Leben zu rufen. Ich habe so viele Rückfragen oder Anfragen schon für dieses Rennen, dass ich einfach sagen kann, das kann einfach nur ein Erfolg werden. Weil wir sprechen ja nicht nur Rennsportler an, sondern auch Hobbyfahrer. Wir sprechen Elektrofahrer an, mit Elektrofahrrad, mit Mountainbike, mit den normalen Hollandrädern. Es kann jeder kommen und teilnehmen. Start und Ziel sollen im Alten Garten sein, also in bester Kulisse. Für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ist ein Rahmenprogramm geplant. Neben Oberbürgermeisterin Angelika Gramko versprach auch die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und die AOK Nordost Unterstützung. Viele städtische und private Unternehmen konnten bereits als Partner gewonnen werden.